Hallo ihr Lieben, da ist er wieder mal, euer Uwe, mit den neuesten Updates natürlich aus Bayer Liebe. Und heute habt ihr schon gelesen mit dem Titel Uwe ist genervt. Warum? Dann hört mal genau zu. Warum ist der Uwe heute genervt? Steht hier im Titel, also muss es auch einen Grund haben. Und der Punkt Nummer 1 hört ihr vielleicht auch jetzt so im Hintergrund ab und zu, ist eine Wasserpumpe, die im Nachbarhaus, also seit ungefähr gestern Abend, früher Abend, Störungen aufweist und alle 2 Minuten anspringt und wieder ausgeht. Anspringt und wieder ausgeht. Das heißt also, ihr könnt heute nicht erwarten, 1. Mai, ganz klar, dass diese Pumpe repariert wird. Das passiert also dann erst frühestens morgen. Und das hört man im Grunde genommen im ganzen Apartment. Also immer dieses Bzzzt, Klack, Bzzzt, Klack. Vielleicht hört ihr es ja auch im Hintergrund. Das ist der Punkt Nummer 1. Nervt kolossal. Ja? Der Punkt Nummer 2 ist natürlich heute früh, ist das schön still. Normalerweise am Morgen, meine Nachbarn schlafen noch, die sind ja Langschläfer, Gott sei Dank. Aber dann fährt dann da irgend so ein Gemüsewagen hier durch alle Straßen im Schneckentempo und belästigt im Prinzip die gesamte Bevölkerung hier mit Lärm, mit Lautsprecher durchsagen, was für geiles Obst, Gemüse und was immer noch er auf diesem Wagen hat. Und das in einem absoluten Zeitlupentempo. Das hat also ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Damit ihr mal so einen kleinen Eindruck habt, wie sich das anhört, habe ich das natürlich mal aufgenommen. Und das hört ihr jetzt mal so nebendran. Jetzt stellt euch vor, das jetzt für 1,5 Stunden. Ja? So, da könnt ihr euch denken, läuft immer noch so ein bisschen im Hintergrund, was da Nerven weggehen. Ja? Das ist ja ganz normal, eine ganz normale Geschichte. So. Dazu kam dann noch natürlich, dass der Uwe sein Frühstück machen wollte. Heute sollte es Rührei geben mit Speck, wunderbar. Und ich hatte also die Rührei-Masse schon angerührt. Der Speck war auch schon relativ gut angebrutzelt in der Pfanne. Ich schütte dann die Rührei-Masse da rein. Und das muss ja dann eigentlich nur noch ein bisschen stocken. Und flups, war das Gas alle. Jawohl. Und dann stehst du da, hast so eine matschige Masse dann in der Pfanne, die dann auch nicht mehr stockt. Also das mit dem Rührei konntest du dann vergessen. Denn ohne Gas kein Frühstück. Nur heute, 1. Mai, Feiertag, gibt es kein Gas. So, das gibt es also erst wieder morgen, denn die Tankstellen und Gasstationen haben Gott sei Dank offen. Also da muss der Uwe morgen früh dann los und muss dann natürlich Gas kaufen gehen, so, damit dann es wieder Frühstück gibt. Also heute, die Pfanne steht noch da im Kühlschrank, selbstverständlich. So, und das gibt es dann erst morgen, wenn dann das Gas gekauft ist. Gut, mit den Nachbarn heute gab es keine Probleme, die sind relativ ruhig. Also da ist bis jetzt noch keine Aktion, kann aber noch kommen, denn die sind sehr spät immer unterwegs und bis abends auch spät zugange. Aber ja, gut, schauen wir uns das mal an. Also das war schon ein sehr nerviger Vormittag. So, jetzt natürlich am Nachmittag sind so ein paar Neuigkeiten eingetroffen. Wir haben ja hier immer unsere News, die wir bekommen von der dominikanischen Regierung. Und da gab es so die aktuellsten Zahlen. Und da muss ich jetzt meine Brille aufsetzen und muss dann natürlich dann auch mal schauen, ob ich dann auch gleich das Richtige finde, was ich dann da brauche. Denn da gibt es so einiges Neues heute. Und das ist auch mal ganz interessant für euch, dass man da mal so ein bisschen Information hat. So, hier habe ich also die Zahlen von Corona. So, heute bei der Pressekonferenz gab der Gesundheitsminister folgende Zahlen bekannt. In den letzten 24 Stunden sind also 12 Patienten gestorben. Das erweitert also die Anzahl der Toten auf 313 bis jetzt. Fälle haben wir komplett 7.288 bestätigte Fälle, 1.387 Patienten sind genesen, 1.220 Personen befinden sich in Hospitälern, 108 davon auf Intensivstationen,
54 Patienten müssen künstlich beatmet werden. So, das betrifft Corona. Nebenbei haben wir ja noch Opfer zu beklagen durch den Konsum von unreinem Alkohol. Wie ich euch ja schon mal sagte, sind die Herrschaften hier fleißig dabei und brennen dann illegal gebrannten Rum mit Methanol. So, wunderbar, sehr gesund. Und das kann man also kaufen im Handel, natürlich billig. Und da sind jetzt 136 Menschen daran auch noch verstorben. Und 216 Vergiftungsfälle sind bisher bekannt geworden. So, also wir haben Corona und Alkoholvergiftung. Ja, so. Nebenbei gibt es also dann auch noch so einige Neuigkeiten, was hier gewisse Öffnungen angeht von der dominikanischen Wirtschaft. Es wurde also festgelegt, ein Phasensystem, dass also in verschiedenen Phasen Geschäfte wieder aufmachen dürfen. In der Phase 1, eigentlich bis ab dem 11.05. können Fahrzeughändler, Werkstätten und Kleinhandel wieder öffnen. In der zweiten Phase dürfen Kosmetiksalons und Friseure ihr Geschäft öffnen, ebenso der Handel und die Werbebranche. Da gab es aber schon so kleine Unstimmigkeiten, denn die wollen natürlich auch früh öffnen. Und denn Ende Mai ist ja Muttertag und da kaufen die Dominikaner ja immer fleißig ihre Muttertagsgeschenke. Und das ist ja neben dem 14. Februar, ist das ja der Tag, wo die meisten Geschenke gekauft werden im ganzen Land hier, der Muttertag. Also will der Handel natürlich bis zu dieser Zeit auch aufhaben, das ist ganz klar. Die Phase 3, 22. Juni, da ist natürlich die Wahl im Blick. Das heißt also, da soll also dann ein bisschen mehr geöffnet werden, weil ja dann irgendwann am 5. Juli die Präsidentschaftswahl stattfindet. Da will man also ein bisschen mehr Aktivitäten haben. Und in der Phase 4 dürfen auch dann Hotels und Restaurants wieder öffnen. Das wird dann auch so sein, irgendwo Mitte Juni, Juli, also so in dem Dreh ist das geplant. Ab dem 10. August in der Phase 5 Diskotheken, Bars und Sporthallen sowie kaufmännische Zentren. Das ist also die Idee. Ja? Und natürlich gab es große Einwände, wie sieht es aus mit dem Tourismus generell. Einige sehen natürlich genauso wie ich die Befürchtung, dass der Tourismus erst wieder Ende des Jahres hier aktiv wird, was wir hoffentlich nicht so haben werden. Hoffentlich kommt er ein bisschen früher, und solange schafft das das Land nicht. Und dann müssen wir natürlich schauen, wie das Ganze aussieht. Ne? So, das waren mal so kurz die aktuellsten Informationen hier aus der Dominikanischen Republik. Und ich hoffe, ich werde heute nicht noch mehr genervt. Und dann schauen wir mal, was dieser Tag da noch so bringen wird. Und ich wünsche euch dann bis zum nächsten Mal einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.